Die toltekische Kultur und Philosophie ist extrem widersprüchlich und ich maß mir überhaupt nicht an, alles verstanden zu haben. Ich pick mir nur raus, was ich für mich hilfreich finde und möchte das heute teilen. Ich finde es erstaunlich pragmatisch und erstaunlich passend gerade jetzt. Gesicht und Herz. Der reife Mann ist ein Herz, verlässlich wie ein Fels, ist ein weises Gesicht. Besitzer eines Herzens, Besitzer eines Gesichts, ist er fähig und verständnisvoll. Victors Vater ist gestorben, im Alter von 90 Jahren, nicht unerwartet, nicht tragisch. Trotzdem ist er traurig. Natürlich ist er traurig. Er weint, wenn er daran denkt, dass er ihn am Vatertag anrufen wollte. Er lacht, wenn er sich erinnert, dass der störrische, alte, vom Krebs gezeichnete Mann bis vor einem halben Jahr noch voll gearbeitet hat. Und er entwirft im Kopf schon mal den Altar für dieses Jahr neu. Mein Vater wird einen sehr schönen Dia de los Muertos haben. Er wird sehr glücklich sein. Immer wieder sagt er das. Der wird sich freuen, der wird glücklich sein. Wir trauern ohne zu leiden, hat er mir mal erklärt. Ich habe es nicht verstanden. Für mich ist das eine untrennbar mit dem anderen verbunden. Aber jetzt flackert eine Ahnung auf, wie das gehen könnte. Ich vermisse meine Muertitos, sagt Victor. Natürlich vermisse ich sie und ich bin traurig. Aber es schwingt auch Freude mit, weil ich sie im November sehen werde. Wenn ich an meine toten Freunde denke, denke ich immer, wir sehen uns im November. Er taucht in seine Erinnerungen ein wie in seine Träume, er spult sie ab wie Filme. Er sieht Steven in seinem 60er-Jahre-Anzug, in seinen Lederschuhen, die Küste entlang wandern. Er sieht ihn auf dem Zeltplatz spät nachts noch ein Feuer anfachen und eine richtige Mahlzeit kochen. Wir haben so viel zusammen erlebt, sagt Victor. Daran denkt er, an das, was sie zusammen hatten, nicht an das, was ihm jetzt fehlt. Da fällt mir ein, dass er damals seine Curryphase hatte, als er das erste Mal aus Indien zurückkam. Ich darf nicht vergessen, etwas Indisches für ihn auf den Altar zu stellen. Victor denkt an seine Toten, als wären sie noch da, als wenn er sie noch sehen könnte. Jemanden zu vermissen ist eines, mit seiner Abwesenheit zu hadern, etwas anderes. Wie man mit dem Tod umgeht, ob man ihn fürchtet oder ihn begrüßt, ob man ihn verdrängt oder mit einbezieht, ob man ihn totschweigt oder über ihn lacht, das wirkt sich auf das ganze Leben aus. Ich bin mit unheilbarer Fröhlichkeit geschlagen, sagt Victor immer. Das stimmt, aber nicht nur. Ich sehe oft, wie er sich bewusst gegen die Verzweiflung entscheidet. Haben Sie Schmerzen? Fragt die Notärztin. Victor war in der Werkstatt gestolpert und hatte sich an einer scharfkantigen Metallplatte den Unterarm aufgeschlitzt. Oh Gott. Ich erinnere mich noch. Die Wunde klaffte, sie würde genäht werden müssen. Irgendwann in den nächsten 12 Stunden, sobald jemand zur Verfügung stand. Was ist denn das für eine Frage, dachte ich. Aber ich sagte nichts. Victor schüttelte nur den Kopf. Möchten Sie ein Schmerzmittel? Nein, sagte er stoisch. Ich sagte immer noch nichts. Erst später, als alles vorbei war, fragte ich nach. Natürlich hatte ich Schmerzen. Aber Schmerzen, die ich einschätzen konnte. Hier ist meine Wunde, hier ist mein Schmerz, damit kann ich umgehen. Das ist eine Lebenshaltung, eine Disziplin. Und diese wurzelt nicht nur in einem sonnigen Gemüt, sondern auch in einer Kultur. Als Victor 7 oder 8 Jahre alt war, besuchte er das Anthropologische Museum. Am Eingang waren Zeilen aus den Cantares Mexicanos eingemeißelt. Victor las: Niemand ist mit dem Schenker des Lebens befreundet. Wir beten vergeblich, wir weinen vergeblich, wir hoffen vergeblich, er hört uns nicht. Hoppla. Das leuchtete mir sofort ein, sagte Victor. Das war genau meine Erfahrung als Kind mit meiner Mutter. Ich konnte sie nicht zufriedenstellen, ich konnte ihren Schlägen nicht ausweichen, egal was ich tat. Diese Zeilen befreiten mich, weil ich mit unwiderruflicher Klarheit wusste, ich war auf mich gestellt. Wenn ich mir eine Eisenbahn wünschte, musste ich mir die selber basteln. Wenn ich Künstler werden wollte,
musste ich auf einen Malkasten sparen, mich nachts aus dem Bett schleichen und heimlich malen. Wenn ich glücklich sein wollte, musste ich glücklich sein. Die Philosophie der Tolteken beruht auf zwei komplett gegensätzlichen Konzepten, auf einem Widerspruch. Auf der einen Seite das Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, dass die fünfte Sonne auch untergehen wird und dass das Dasein bzw. die Götter, die dieses Dasein möglich machen, Opfer fordern. Opfer am eigenen Leib, vom eigenen Blut. Auf der anderen Seite eine intellektuelle Suche nach dem Sinn dieses Daseins, nach der Wahrheit und nach dem Ausdruck dieser Wahrheit. Das Leben des Einzelnen hat also einerseits wenig Bedeutung und ist andererseits Gegenstand intensivster Überlegungen. Diese beiden gegensätzlichen Prinzipien haben eine ebenso einfache wie widersprüchliche, pragmatische wie poetische Philosophie geboren. Es zählen nur die vergänglichen Dinge. Die Blumen, die Lieder, die Freundschaften. Nur sie bleiben. Dieses Leben ist nicht von Dauer. Und gerade deshalb muss man es aus vollem Herzen und mit vollem Einsatz leben. Ein Gesicht und ein Herz haben.